Oh, was ist hier los? Habt ihr gerade geredet? Irgendwas? Willst du das? Nein. Schade. Ja, ja. Komm schon. Callisto? Lass mich nachdenken. Ich werde nicht schneller zu einer Lösung kommen, wenn ihr ständig hier herumtollt. Okay, also ich nehme an, wir könnten jetzt auch so 2-3 Tage warten mit Tee und dann würde er auch irgendwann sagen, hey, alles klar, es kann weitergehen. Aber wir haben jetzt so wahnsinnig schnell innerhalb von 2 Ingame-Tagen oder so sogar nur von einem Ingame-Tag, haben wir die Arena durchgeboxt wie ein Wahnsinniger, die Pilgerreise gemacht. Wir haben irgendwie schon alles erledigt, was es hier so zu erledigen gibt. Wir haben uns die gesamte Stadt angeschaut, alles im Highspeed-Modus erkundet. Dann würde ich sagen, anstatt dass wir jetzt doof rumwarten, bis der liebe Callisto bereit für uns ist, gehen wir den Kopfgeldauftrag da drüben machen. Kurz noch eine kleine Überprüfung. Habe ich den Teleportzauber für Ostian? Bin mir nicht ganz so sicher. Ostian, jawohl. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, wo wir den gekauft hatten, aber das ist gut. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen... Welcher Weg wäre der beste? Ja, wir gehen erstmal darum. Unten rum. Wir werden auch auf jeden Fall noch im Osten in den Kraterbereich gehen, aber ich möchte erstmal gucken, dass wir so die Kopfgeldquests erledigt bekommen und vielleicht wird uns ja ein Kopfgeld in die Nähe des Kraters bringen, dann können wir uns da nochmal näher umschauen. Ansonsten würde ich sagen, wir verfolgen zunächst die Kopfgeldquests, schauen vielleicht auch so ein bisschen, was wir auf dem Weg noch so finden werden können und ansonsten, ich nehme einfach, wie es kommt, Hauptquest möchte noch nicht. Also sehen wir weiter. Ich finde das gut, dass er noch nicht möchte, weil das ist dann eine legitime eine legitime Ausrede, etwas anderes zu tun. Und sich ein bisschen umzuschauen und ein paar Sachen zu entdecken. So, wo gehen wir lang? Ist eigentlich egal, ob unten oder oben ran. Ran. Lang. Ich habe aber irgendwie Lust, mehr so ein bisschen an der Küste entlang zu spazieren. Und diese Spinne da hinten zu töten. Mist! Ich bin ein mächtiger Magier! Oh man! Diese Wiese! Komm mal her! Ich sehe gar nichts. Ach, da bist du. Oh Gott! What? Das Vieh hat gerade eben nach rechts geguckt und hat so ein Ding geschossen und ich hätte nicht erwartet, dass es mich noch trifft damit. Während es komplett woanders hinguckt. Wie viel haben wir zum nächsten Level ab? Nice, schon wieder über die Hälfte. Dann sind wir bald Stufe 36, auch nicht schlecht. Soweit ich das mitbekommen habe, soll es angeblich so sein in Nerim, dass irgendwann ab Stufe 44, 45, irgendwo da um den Dreh soll es richtig schwer werden, noch Level aufsteigen zu können. Boah, schönes Gebiet hier übrigens. Mine Istrid. Wisst ihr was? Diese Schädel und Knochen sind sehr verlockend, aber weil ich noch nirgendwo in einem Dungeon war hier im Südreich, wollen wir einfach mal schauen, wie sieht denn so in der Wüste eine Mine aus? Oh, bejesus. Ach Mist, ich kann ja hier... Oh man, Moment. Das ist hier gerade sehr kacke. Ich stehe nämlich gerade hier so ein bisschen... Oh, ich bin fast tot. Ich stehe hier so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, Goblins können immer noch keine Türen öffnen. Ja, okay. Also haben die hier nichts dazugelernt. Puh, okay. 340 Erfahrungspunkte, Stufe 35, 340 Leben. Gar nicht mal so viel, aber das Gefährliche an denen ist, dass sie einfach wahnsinnig schnell sind. Okay, meine Freunde, ich weiß nicht, wie groß die Höhle sein wird. Und die könnte ganz schön fies werden jetzt auch noch. Mir eigentlich gerade überlegt, wisst ihr was, machen wir das einfach mal die nächste Aufnahme, weil ich bin selbst hier ein bisschen neugierig, was so die Schwierigkeit der Höhle angeht und vielleicht sollte ich nach all dieser Zeit, nach diesen 44 Arena-Kämpfen mal wieder speichern.
Jetzt hat die Waffe erst ausgelöst. Ernsthaft? Ach, der ist beim Zurückfallen da reingefallen. Auf den Aktivator. Da oben laufen wieder Viecher rum. Ich bete. Das sieht aus wie ein Nerim-Zeichen da. Oh man, da haben wir sogar einen Fernkämpfer. Weißt du was? So, das war der eine. Hast du alle geschafft? Nein, hast du nicht. Ah, guck mal, da hinten ist der Typ gleich runtergefallen. Oh, shit. Es war ein Lehmschuss. Wir haben uns gegenseitig ausgenockt. gleichzeitig. So, wie ihr seht, fester Kampfbogen. Oh, 12 Schaden sogar. 20 wiegt es und 250 ist es wert. Gar nicht mal so schlecht. So vom Verhältnis her. Oh, es werde Licht. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum ich immer noch hier diese wahnsinnig tollen... Was ist das da? Diese wahnsinnig tollen Eisenerze hier loote, weil es ist... So... Whatever, right guys? Right guys? Brauche ich nicht wirklich. Brauche gar nichts hier. Oh, Eterna-Pfeile. Ich mag das Südreich jetzt schon, auch vom Loot her. Sieht man richtig, eine Spitzhacke ist mir gerade eben kaputt gegangen. Man sieht auf jeden Fall richtig, dass es the next level ist. Allein schon an den Arten der Pfeile ist das zu erkennen, selbstverständlich. Die Art der Pfeile sind eine akkurate Widerspiegelung der Schwierigkeit. Ach, mein Elementar schafft das schon. Oh, damn, son. Okay, safe. Das ist so ein typischer Tick von mir. Ich muss es einsammeln, einfach weil es da ist. Den Tick habe ich zum Glück nicht immer, weil ihr merkt ja selbst, dass so einige Lootkisten und sowas überspringe ich auch ab und zu, weil es ist echt nicht nötig, aber... Komm schon, also wenn wir hier schon Erze haben. Was ich mich jetzt auch mittlerweile frage, weil sich zuerst das Freezy in den Kommentaren gefragt hat und ich dachte mir dann zu seiner Aussage dann daraufhin, ja, würde mich auch mal interessieren. Ich weiß ja, dass ab und zu jemand vom Team Sture AI bei meinen Let's Plays einschaltet. Ich weiß natürlich nicht, wie oft und ich weiß nicht, wie regelmäßig und alles, aber ab und zu wird eingeschaltet. Was mich mal interessieren würde, also falls jemand das gerade sieht, ob allgemein in diesem Let's Play, nicht nur in meinem Let's Play, allgemein auf YouTube durch Let's Plays, durch das Schauen von denen, vielleicht auch herausgefunden wurde, wie man Enderal ein bisschen besser feintunen könnte. Also ob quasi etwas so aus den Let's Plays gelernt wurde. Auch wenn ich natürlich nicht weiß, inwiefern... Oh, wow, ich sehe gar nichts. Oh, man! Ja! Hallo? Ah, hier sind irgendwo Ratten, die ich nicht sehen kann. So. Auch wenn ich selbstverständlich nicht weiß, wie kritikfähig andere Leute sind, also andere vor allem insbesondere... Jesus Christ, again! Andere Let's Player sind selbstverständlich. Weil das ist ja immer relativ unterschiedlich, so wie ich das bis jetzt festgestellt habe. Alles niedermetzeln hier! So, jetzt brauche ich aber die Fackel. Ach, bist du jetzt auch gegen mich oder was? Oh, wow, 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 warum bin ich fast tot? So. Kannst den eigenen Elementar töten. Ja, ich weiß, ich kann eigentlich ihn auch einfach nur mal frisch neu beschwören. Aber das muss jetzt gerade nicht sein. So, dele.
Wir noch etwas? Nope. Kleine Heilung noch. Sonst nichts hier? Okay. Bin ich hierher gekommen? Nein, oder? Ach, das führt alles in den gleichen Gang, sehe ich gerade an der Minimap. Dann will ich aber nochmal schauen, wenn wir hier lang gehen. Und zwar hier. Das ist noch ein kleiner abgesperrter Raum, genau. Dolch der Mananährung, Fell der Verbergung. Frostöle, lalala. Rolle der Heilung, Stjark. Okay. Sonst hier nichts. Gucken wir uns kurz die ganzen schönen Rüstungen an. Fell der Verbergung. 8 Schleichen, 5 Schütze. Ach, das ist doch dieses Daedra-Artefakt aus Oblivion. Und was haben wir jetzt noch bekommen? Das hier, Dolch der Mananährung, Magika absorbieren. Ja, okay. Okay. Dann müssen wir noch hier lang und dann links. Hier war ich definitiv noch nicht. Yum, yum, yum. Wenn ich zu Hause bin, gibt es lecker Pilzgulasch. Berserkerstiefel, ein Klassiker. Nehme ich einfach mal mit. Einfach weil es ein Klassiker ist. Und jetzt? Nichts? Nothing, really, guys. Aber es gab noch einen Bereich, den ich noch irgendwie betreten können muss. Also hier haben wir alles. Dann eventuell hier. Ne, hier geht's nach unten. Ich will auf dieser Ebene bleiben, genau. Hier geht's höher hoch. Jawoll! Yes! Das kann einstürzen, besser drüber springen. 61 von 100 sind wir. Gar nicht so mal so schlecht, wenn ihr mich fragt. Vor allem für einen Let's Player. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, entweder viele andere Let's Player sind nicht so gründlich. Oder wenn sie gründlich sind, dann brauchen sie total lange für das Let's Play. Was nicht heißen soll, dass ich schnell bin. Blocken und Stärke, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin zwar nicht besonders schnell im Vergleich vor allem zu anderen Let's Playern, die hier nur die Hauptstory durchrammeln. Und im Vergleich zu Einzelspielern bin ich auch nicht sehr schnell, weil ich ja noch nebenbei die ganze Zeit laber. Ich bezweifle, dass viele von euch die ganze Zeit, während sie Nerim gespielt haben, mit sich selbst geredet haben und auch ständig an irgendwelchen Stellen stehen geblieben sind, um mit sich selbst zu reden. Ah, schön, mit der Abenteurermusik gleich mal wieder ein Slow-Mo-Walk anfangen. Oh, was haben wir hier? Ja! Ja! Ha! Cool, so ein kleiner Durchgang im Dunkeln. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Gab es sowas überhaupt in Oblivion? Ich meine, das sieht so trivial und normal aus, aber es ist ja nur ein Durchgang, möchte man meinen, aber hat man sowas jemals gesehen? Ich weiß es nicht. Hier ist irgendeine Art Dorf, deswegen möchte ich hier vorbei. Ist das eine Banditenstadt oder sowas? Bisschen hiervon, bisschen davon. Oh, wow. Okay, guys. Ich wollte eigentlich gerade Schattenflamme wieder anfangen einzusetzen, aber spring! Was ist das hier für ein Pulk von Losern? Moment kurz. Okay, ich habe gerade eben ganz schön auf Risiko gespielt. Aber ich habe noch alles unter Kontrolle.
Ach, ich habe euch noch gar nicht so sehr dezimiert, wie ich das zuerst angenommen hätte. Ha! War das schon alles? Ha! Ha! Ja. Ich treffe zwar auch nicht immer, aber sie auch nicht. So. Einmal das hier. Nehmen wir das und das mit. Stahlstreitax, was ist da los? Einmal neue Waffen, das wäre auch nicht schlecht. Mithril-Schild. Mithril, Gold, ja. Stahl. Runenverziert, nee, hä? Was für ein Mittelmaß. Oh, ich kann es schon fast fühlen. Wir kommen echt nah dran an unsere wunderschöne Ausgabe namens Henkers Spaltbeil. Oh, gemeinsam mit der Musik. Das verlassene Dorf entdeckt die Geisterstadt. Ah, interessant. Ihr habt euch den Erfolg Weltenbummler verdient. Habe ich den nicht schon mal bekommen? Ach, wir hatten sogar mittlerweile wieder zwei Erfolge, die können wir uns nochmal ansehen. Für das Entdecken von 200 Orten. Wow, echt, wir haben schon so viel gesehen. Krankhafte Anziehung für das Zuziehen von 10 Krankheiten. Na super. Yay, voll das geile Achievement. Ich fühle mich nicht wie die wandelnde Pestbeule oder sowas. So, ich habe jetzt noch irgendwie Schlachter oder irgendwie sowas verdient. In der Arena war das gerade. Ich wollte das eigentlich noch schauen. Blablabla, Verrichter, nein.